Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die nächste, oder endlich mal wieder, muss man sagen, eine SBC am Start, die ein relativ nices Pack bringt, ein 25k Pack kann man auf jeden Fall mitnehmen, würde ich sagen. Das Warten hat ein Ende, quasi mal das Warten auf ein bisschen Content von EA. Wir bekommen das 25k Pack für ein 77er Rated Team mit drei Champions League Spielern, die wir mit einbauen müssen. Egal ob selten oder Non-Rare. Ich habe drei Non-Rare Spieler eingebaut. Wir müssen, oder wir dürfen maximal zwei Spieler aus derselben Liga immer nehmen. Maximal sechs Ligen dürfen wir insgesamt verbauen. Wir brauchen mindestens drei Spieler mit derselben Nationalität, mindestens drei. 77er Rating, 80er Chemistry. Ihr benötigt hierfür Loyalität. Ich habe 1, 2, 3, 4. 5 Spieler gekauft, dementsprechend 6 Spieler aus dem Verein benutzt, 2 Loyalitätspunkte abgezogen, also 4. Da sind wir hier bei 2 Spielern umformen. Ihr bräuchtet 2 Spieler auf Loyalität, um das 1:1 nachzubauen. Wenn man halt überlegt, dass man halt vielleicht First Owner Champions League Karten nimmt, dann passt es ja, theoretisch. Zumindest die anderen beiden und nicht den Dämme hier, weil um den habe ich das ja gebaut. Lustigerweise habe ich den irgendwie vor 1-2 Tagen gezogen, irgendwann mal. Als er jetzt eigentlich schon eine Napoli-Karte hatte, by the way. Habe ich den eine Champions League-Karte bei Leipzig gezogen. Läuft bei EA. Wie dem auch sei, wir mussten dann halt viel mit Deutschland machen, wie man sieht. In der zweiten Liga hier unterwegs gewesen, dann hier in der Serie A, habe dann hier noch einen Strongling mitgenommen, der am Ende nicht mal nötig gewesen wäre. Weil ich hier erst einen anderen hatte oder gar keinen Linkhead hatte weiter. Dann habe ich mir Schöle geholt, weil ich schon zu viele Ligen hatte, um hier nochmal random zu gehen. Deswegen musste ich nochmal gucken, hatte ich Glück, dass er Schürrle zum Beispiel oder zur Not auch Höwedes jetzt in der russischen Liga spielen. Hat dann halt perfekt gepasst, auch mit der Posi hier, die war nämlich noch frei. Musste dann hier noch ein Rating-Upgrade vornehmen, da hatte ich erst Castro mit drei Rating-Punkten niedriger, das hat nicht gereicht. Wir brauchten dann die Davi für das 77er Rating. Ansonsten hier hat es halt auch ganz gut gepasst mit Lookman, den englischen Link und dann hier den Hook. Elfig heißt der, zu Schindler, dass die beiden sogar hier auf Full Cam kommen noch. Hat dann halt ganz gut gepasst. Random Tor hinten einer drin, hier vorne eine random CL-Karte reingepackt. Und dann haben wir das Ganze auch abgeschlossen. War jetzt gar nicht mal so einfach, weil man halt gucken muss, dass man mit den Ligen so ein bisschen das Ganze hinbekommt. Aber wenn man sich da eine einigermaßen vernünftige Nation rausnimmt, Deutschland ist jetzt nicht mal so eine. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Deutsche im Ausland spielen. Wie man gesehen hat, Younes, Schürrle auf der linken Seite zum Beispiel. Jetzt ein Dämme, der gewechselt ist, zur Not auch zu Napoli die Karte halt. Die zweite Liga kann man noch mit ein paar Goldkarten mitnehmen. Es gibt aber deutlich bessere Nationen dafür. Spanien zum Beispiel oder Frankreich. Die machen sich, denke ich mal, deutlich besser, wenn man da mitgehen muss. Würde ich euch auf jeden Fall im Idealfall empfehlen. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein und gucken, was das 25k Pack so bringt. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir irgendwas Nices mal wieder. Gehen, glaube ich, sogar ins Stadion. Nice one. Leider kein Walkout, warum auch. Immerhin haben wir 83 Pluser mit Albiol. Nee, Marc Bartra. Ehre, ehemaliger Dortmund an der Stelle. Nehmen wir gerne mit. Ist zumindest 83er Rating. Ist solide. Ist auf jeden Fall grundsolide. Und kommt mit in den Verein. Thuram dahinter noch. Die geupgradete Karte natürlich. Ob wir es nichts wert. Sieht jetzt aber schon echt stark aus im Vergleich auch zu vorher. Skill Upgrade hätte man vielleicht überlegen können. Aber so oder so passt es auf jeden Fall ganz gut. Lul, ich habe RB gedrückt, warum auch immer. Bartra als 83er nehme ich gerne mit. Den guten Herrn können wir einfach mal gleich anbieten. Ist immer ein bisschen more worth it, als die zu discarden, die Non-Rare-Spieler. Ja, dementsprechend war es das jetzt aber auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.